Es geht um sportlichen Erfolg, Prestige und nicht zuletzt um Geld für den TSV 1860 München. Und von allem können die 60er etwas gebrauchen. Auf dem Weg ins Viertelfinale des DFB-Pokals müssen die Münchner als Drittligist erneut gegen einen Gegner aus einer höheren Spielklasse antreten. Nachdem bereits mit Darmstadt 98 und Schalke 04 zwei Mannschaften aus der zweiten Bundesliga gegen die Löwen ausgeschieden sind, kommt nun der nächste aus dieser Liga, der Karlsruher SC. Können wir uns schon auf was gefasst machen, aber wie gesagt, wir sind gut vorbereitet und hoffen natürlich, dass wir natürlich das schaffen, was sich jede Mannschaft im Pokal am Ende immer sehnt, das Spiel zu gewinnen. Egal über welche Zeitdauer das am Ende dauern wird, sondern dass wir am Ende das Spiel gewinnen können und können in die nächste Runde einziehen. Der TSV 1860 ist mit einem Sieg ins Restprogramm der dritten Liga gestartet. Der Karlsruher SC kam über ein Unentschieden nicht hinaus. Die Favoritenrolle will keiner von beiden beanspruchen. Wird es, glaube ich, auch von der Voraussetzung her, auch wenn eine Klasse dazwischen liegt, wird es ein 50-50-Spiel, das was dieser Pokal dann auch mit sich bringt. Und dafür, ja, darauf freue ich mich wirklich und bin motiviert bis in die Haarspitzen und ähnlich wie die Jungs natürlich auch. Das bisher letzte Mal, dass die 60er ins Pokal-Viertelfinale eingezogen sind, war 2007. Gelingt der Schritt in diesem Jahr, bedeutet dies eine Prämie von rund 1 Million Euro. Wir sind sicherlich jetzt auch voller Taten dran, dass wir im Pokal auf jeden Fall das im KSC so schwer wie möglich machen. Und ich glaube, das ist ja am Ende unser erstes Ziel, das den Favoriten so schwer wie möglich zu machen. Schauen, dass wir die Spiele relativ lange offen halten können, dass wir mit zunehmender Dauer am Ende auch ein Stück weit über uns hinauswachsen können und wollen. Und das ist, glaube ich, das Ziel. Der TSV 1860 München ist das letzte bayerische Team, das im DFB-Pokal noch vertreten ist. Sogar der FC Bayern München wurde schon in der zweiten Runde rausgekickt. Somit ist es an den Münchner Löwen, die weiß-blauen Farben des Freistaats hochzuhalten.